Die maximale Fabel. Ein Bär, der groß und mächtig war, schritt an einem schönen Herbstmorgen durch den Wald. Wohlwollend blickte er nach rechts und links. Und schließlich meinte er: Wahrlich, es gibt kaum einen größeren als mich. So schritt er lächelnd weiter, bis eine kleine feine Stimme rief: Ihr seid nicht der Höchste. Der Bär schaute sich um, konnte aber niemanden entdecken. Wer spricht da? Ich bin eine Laus in deinem Ohr. Ha! Machte der Bär. Du kleines Ding, willst mir was von Größe erzählen? Seht nur, der Baum dort, der ist viel höher als euer Gnaden. Der Bär kletterte auf den Baum bis in die höchste Spitze und sah triumphierend über den Wald. Na, was sagst du nun? Die Laus entgegnete: Schaut auf den Berg davon, Meister. Ist der nicht viel höher als ihr? Der Bär bestieg den Berg. Oben wehte ein eisiger Wind. Könnte man woanders hinhauchen. Der Bär rief: Was sagst du nun? Die Laus meinte: Wir sind sehr hoch, aber von hier aus sieht man ja das große Gebirge. Das wird in Ewigkeit über euch stehen. Babalapap, machte der Bär. Ich werde es dir beweisen. Mit diesen Worten machte der Bär sich auf den Weg. Sowohl er als auch die Laus wurden nie mehr gesehen. Und die Moral? Ist zwar ganz schön, doch nicht einfach zu verstehen. Sicher könnte man hier sagen, Hochmut ist ein schlecht Betragen. Doch wenn den Blick man einmal weitet, ist der, wer zum Hochmut erst verleitet, der eigentliche Bösewicht. Jeder kann nur, was ihm entspricht. Gibt's auch viele, die uns sagen, wir sollten mehr, als für uns gut ist, wagen. Mehr kaufen, als man brauchen würde. Mehr beanspruchen, als uns gehörte. Schließlich sei noch Folgendes bedacht. Die Macht der Mächtigen ist nur gemacht.